Jetzt darf ich mit Big Mama abgeben. Oje, oje. Vor lauter Aufregung beim Einsteigen der Schlüssel runtergeht. Dort ist er. Da sind wir jetzt bei der Landi. Wir nehmen unseren Raps an, unseren Weizen auch. Und den putzen. Man tut hier bestimmen, wie viel Feuchtigkeit er hat. Alle Sachen, die man muss erfüllen muss. Und dann lagern sie ein und verkaufen ihn. Wir sind natürlich nicht nur noch Motoren. Neben dem ganzen Feldeinsatz ist halt auch wichtig, dass der Tier gut geht. Wenn eins irgendetwas hat, muss man schauen. Wir dürfen momentan nicht mehr zur Nacht raus, weil durch den Tag ist es zu heiß für auf die Weide. Kommt! Vorwärts! Nimmt euch vielleicht noch Wunder, ob ich zufrieden bin mit dem Ertrag vom Raps. Ja, das bin ich. Ist ein überdurchschnittliches Jahr gewesen. Feuchtigkeit ist gut, also 6% sollte er haben. Er hat 5,5% gehabt, von dem her ist das gut gewesen, die Feuchtigkeit. Und eben, wie gesagt, Ertrag auch sehr gut. Achtung, krasser Gegensatz. Gute Maschine hat auch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Aber die hier haben ein bisschen mehr. Ich habe es schon mal gezeigt, im Andi sind so die alten Landmaschinen. Jetzt ist sie das am Ausprobieren. Bei der Tröschqualität kann man eigentlich gar nichts sagen. He? Wunderbar! Nach der Ernte ist vor der Saat. Hier war jetzt Gerste und kommt jetzt wieder Kunstwiesen an. Da werden wir 2 Jahre das Gleiche machen, wenn wir jetzt hier oben machen. Hier ist ein Kunstwiesen. Das ist nichts anderes als Gras und Klee, das gut ist für den Boden, das gut durchwurzelt und nachher einerseits Futter gibt für die Kühe. Andererseits, eben wie gesagt, im Boden Ruhe gibt. Und natürlich speichert das Gras auch CO2, das wächst ja. Und jetzt tun wir hier eben den Boden bearbeiten für die Kunstwiese anzeigen. Das machen wir mit einer Scheibenegne. Und dann sieht man, der Boden leicht aufgelockert aus. Wir haben jetzt hier Gülle drauf hier gestern und tun jetzt das sofort einarbeiten, dass wir möglichst wenig Verlust haben. Und dann kann das im Boden gerade gebunden werden. Und das hilft jetzt, um die Erntenrückstände zu verrotten. Und vor dem nächsten Regen ist dort die Idee, Kunstwiesen anzuzeigen. Scheibenegde kann man wirklich nur einsetzen, wenn die Bodenkondition gut ist. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Und das ist jetzt der Fall. Der Boden wird wunderbar krümelig. Was will ich abfilmen? Es ist schwierig. Das ist das gewohnte Bild. Das Einzige, was sich geändert hat, wir mähen jetzt momentan kein Raps mehr, der ist eigentlich mehr oder minder gemäht, sondern wir haben angefangen mit Weizen.
der Weizen ist sehr trocken schon wieder und das geht halt wahnsinnig schnell. Und was sehen wir jetzt, dass so ein Weizen reif ist? In dem, was das Messgerät sagt, die Feuchtigkeit ist unter 14,5%. Und das ist jetzt der Fall. Ich bin heute Morgen schauen, bin zuerst noch nicht überzeugt gewesen, habe dann gemessen und jetzt sind wir überzeugt. Jetzt kann man den Weizen mähen, hat nur noch etwa 12%. Die Körnchen fallen dann hier raus, wenn man mit dem Drescher nimmt. Und nachher, am Schluss kommt hinten nur noch Strau raus. Traditionell zu oben hocken wir noch schnell an, diskutieren oder trinken etwas zusammen. Und dann ist jetzt heute das gerade im Mittelsprung gestanden von unserer Diskussion. Was ist das? Was könnte das sein? Wisst ihr das? Also wir haben Ideen, aber wir lassen euch lieber ein bisschen roten. Ich bin wieder in der Landung. Das ist der zweite Weizen, den wir abgeben aus dem Hof. Der Andi hat gestern Weizen abgegeben. Qualität gut, Ertrag durchschnittlich, darf man sagen. Es ist ein Wunder, was bei meinem Weizen ist. Vor allem, wenn ich jetzt abgegeben habe, kommt hier immer ein Muster rein. Der Andi hat jetzt das rausgenommen, füllt das hier in das Gerät ein. Drückt den Knopf und dann nachher und eine Fehlmeldung. Nein, die Schublade ist noch voll gewesen. Und dann rattert das hier. Das ist jetzt gereinigte Weizen. Sorte Montalbano. Pestizidfrei IP-Swiss. Also ihr seht, das ist fast wie ein Kind mit 5 Namen. Jetzt haben wir alle die Resultate. Das ist die Feuchtigkeit, Protein auch gut, der Kleberanteil sieht man sogar und das Hektolitergewicht und die Temperatur. Wir sind eigentlich viel zu trocken, der dürfte 14,5 haben. Das heisst, wir haben der Lande jetzt 3% geschenkt. Denn von jedem Posten, den sie hier bekommen, wird das Muster zurückgelegt. Nachverfolgbarkeit ist wichtig. Wir können natürlich nicht nur Dröschen fahren, das ist zwar schön, aber es gibt auch andere Pflichten. Täglich runterblasen ist wichtig. Was hier alles bleibt liegen an so einer Drösche. Ganz viele Sachen. Das muss jetzt unbedingt runter. So auch, hinten dran. Vor allem auf dem Motor oben, dass noch nicht Foto verbrennen, wenn mal etwas heiß läuft. Seht ihr hier oben, der ganze Motor, überall hat es Ablagerungen. Jetzt nicht brilliert, da jetzt soll er den Staubhelm anlegen. Hat ein bisschen festgestäubt, also mehr als ich gedacht habe. Es gibt wieder Kleinigkeiten zu reparieren, also gut, das ist recht wichtig, so eine Batterie. Hier der Zellenschuss, das ist die Batterie vom grössten. Von dem Dröscher hier, vom T550. Nach 9 Jahren den Geist aufgeben und hier braucht es recht viel Strom, um so einen Dröscher. Hier ist die neue, die kommt jetzt rein. Nachputzen. Rote Spiele, wie schwer ist so eine Batterie? Schreibt es in den Kommentaren. Ist wirklich typisch. Momentan Hitzewelle. Alle haben heiß. Wir können schön ernten, das ist schön. Es wäre optimal noch eine Woche so Wetter. Dann wären wir mit der Ernte fertig und nachher darf es regnen. Mal schauen, ob Petrus die Bestellung so annimmt.